Dieses Mal wird der Tag der deutschen Einheit direkt am Meer gefeiert. Das betont Gastgeber Ministerpräsident Daniel Günther Gerne, der bereits gestern mit seinem Team aus der Staatskanzlei das Drachenbootrennen auf der Förde knapp gewonnen hatte. Noch bis heute Abend präsentieren sich alle 16 Bundesländer mit ihren Regionen und Spezialitäten direkt am Wasser in Kiel. Eine 500.000 Besucher werden erwartet. Entsprechend groß ist das Sicherheitsaufgebot. Hunderte Polizisten aus mehreren Bundesländern sind im Einsatz. Große Teile der Innenstadt abgesperrt. Mit einem Festgottesdienst und einem Festakt soll heute an den 3. Oktober 1990 erinnert werden und damit an die friedliche Revolution der Menschen in Ostdeutschland, die zur deutschen Wiedervereinigung geführt hatte. Es dürfe keine Brüche zwischen Ost und West geben, sagte Schleswig-Holsteins Regierungschef, der für das Fest das Motto Mut verbindet gewählt hat. Mut hat damals die Menschen verbunden, als sie gegen das Regime aufbegehrt haben, friedlich demonstriert haben. Und heute sollte uns genau dieser Mut auch verbinden, um die Herausforderung zu bewältigen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble werden an den Feierlichkeiten teilnehmen. Julia Stein ist für uns in Kiel. Julia, was passiert denn da gerade? In diesen Minuten hat der ökumenische Gottesdienst in der Kirche St. Nikolai begonnen. Und Bundeskanzlerin Merkel, Bundespräsident Steinmeier, der Bundesrats- und der Bundestagspräsident sowie der Bundesverfassungsgerichtspräsident, also alle sogenannten Verfassungsorgane, sind in diesem Gottesdienst sowie ursprünglich geplant 700 weitere Gäste. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich so viele sind, weil die Sicherheitsbeschränkungen so enorm sind, dass womöglich nicht einige durch die Sicherheitsschleuse rechtzeitig durchgekommen sind. Im Anschluss an diesen Gottesdienst wird es dann noch einen Festakt geben. Dort spricht dann Angela Merkel und der scheidende Bundesratspräsident Daniel Günther. Sie haben die Sicherheitsvorkehrungen angesprochen. Wie scharf sind die denn? Also das ist wirklich sehr beeindruckend, weil Kiel ist ja eine relativ kleine Stadt im Vergleich zu anderen größeren Städten in Deutschland. Wenn wir einmal hier zurückgucken, dann stehen auf den Dächern Spezialeinheiten mit freier Sicht auf die Kirche, um das hier alles zu schützen. Wie viele Polizisten im Einsatz sind, daraus macht die Polizei ein Geheimnis. Das wird aus taktischen Gründen im Moment gar nicht bekannt gegeben. Es sind Straßen abgesperrt, es sind ganze Sicherheitsbereiche abgesperrt. Und im Moment gibt es an ganz vielen Bereichen in der Stadt gar kein Durchkommen mehr. Die Veranstalter rechnen ja mit 500.000 Besucher. Ist denn schon absehbar, wie das Bürgerfest von den Besuchern überhaupt angenommen wird? Also gestern Nachmittag war schönes Wetter und wenn das Wetter schön ist, dann ist Kiel immer von seiner schönsten Seite zu sehen, weil es ja eben direkt an der Förde liegt. Und da ist auch dieses Bürgerfest. Da präsentieren sich dann alle Länder mit Ständen an der Kiellinie. Heute ist es ein bisschen bedeckt. Gestern hat es noch geregnet. Wenn es regnet, werden nicht viele kommen. Aber ich denke, im Moment ist die größte Akzeptanzproblematik liegt tatsächlich in diesen Sicherheitsbeschränkungen, weil viele Bürger, die gerade auf dem Weg eigentlich zum Bürgerfest sind, vom Bahnhof kommen, die gelangen gar nicht dahin, weil die Straßen eben abgesperrt sind. Und gemessen daran, wie sehr man im Vorfeld immer gesagt hat, das soll ein Fest für die Bürger werden, bin ich im Moment sehr skeptisch, ob das wirklich gelingt und ob wirklich 500.000 Menschen kommen zu dieser Veranstaltung. Dankeschön nach Kiel. Julia Stein. Auch Jahrzehnte nach der Wende gibt es noch Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Der wirtschaftliche Aufholprozess kommt nach Angaben der Bundesregierung zwar voran, doch es bestehen weiter große Probleme. Zudem fühlten sich viele Menschen in den neu hinzugekommenen Bundesländern nach wie vor als Bürger zweiter Klasse, so der Ostbeauftragte Hirte. Durch die Abwanderung sei die Gesellschaft außerdem älter als im Westen. Mit der Wende wurden in Altenburg die Karten neu gemischt. Und die international bekannte Skatstadt im äußersten Osten Thüringens hat dabei kein gutes Blatt erwischt. Das eine ist das Thema Abwanderung. Und das zweite ist, viele leben vom ersten bis zum Monatsletzten. Keine große Sparquote, keine großen Urlaube etc. pp. Selbst von der arbeitenden Bevölkerung. Und das schafft über Dauer Frust. Hier laufen nur noch Rentner rum. Ja. Nur noch Rentner. Und das ist ins Schwarze Feld. Und was wollen wir machen? Und die Taxiunternehmen, die leben nur noch von Krankenfahrten. Es ist ja fast keine Industrie mehr da in Altenburg. Ist ja alles weggebrochen. Wir hatten früher Nähmaschinen, wir hatten die Staubsauger, hier ist alles weg. Die Folgen von Strukturwandel und Abwanderung, sie sind in der Altstadt überall sichtbar.
52.000 Menschen lebten hier zu Wendezeiten. Jetzt sind es noch 32.000. Junge Familien gibt es kaum. Der Altersschnitt liegt bei 50 Jahren. Die Hilflosigkeit, mit der der Strukturwandel hier erlebt wird, schafft Frust. Bei der Europawahl holte die AfD 27%. Die Wut erleben auch Kulturschaffende, die sich immer mehr in einer Vermittlerrolle sehen. Was wir doch festgestellt haben, es gibt wirklich viel Redebedarf. Also wir bieten auch vermehrt Nachgespräche an zu den Produktionen und haben in jeder Spielzeit suchen wir auch ein Thema, was irgendwie aus der Region kommt, woraus wir ein Stück kreieren. Um eben nicht nur am Tag der Deutschen Einheit mit den Menschen in Kontakt zu bleiben.